Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen, wundervollen und guten Tag, ihr wundervollen Geschöpfe Gottes. Ich wollte heute ein Video machen, und zwar über Menschen, die gerade in der Politik, ist ja klar, ja, sagen, Deutschland hat, also die schon aufgeben, die sagen, Deutschland, wir können Deutschland schon vergessen, ja. Das Krasse ist, dass das jetzt schon YouTuber machen. In YouTube Leute gibt, die sagen, ja, Deutschland ist schon verloren und blieb. Leute. Wisst ihr, und dann wundert ihr euch, warum ich geistliche Kakerlake, also Mongoloide sage oder geistliche Kakerlake. Ja? Da wundert ihr euch noch. Weil schaut mal, in Spanien, ja, passt mal auf, in Spanien, da wusste man nichts von dem Islam. Ja? Der Islam hat sich ausgebreitet direkt rasant, bevor man überhaupt irgendwas wusste, wirklich. Ja? Schon 120 Jahre circa nachdem Mohammed starb, haben die Moslems, ja, die Araber, Spanien schon fast komplett erobert gehabt oder schon ganz erobert gehabt, nach 120 Jahren schon circa. Ja, waren schon fast in Frankreich drin, ja, haben gewütet, 800 Jahre dann, 800 Jahre gewütet, haben dann ja, gegen Spanien gekämpft, 800 Jahre. Aber die Spanier waren gar nicht vorbereitet, wussten gar nicht, dass das passiert. Ja, die haben nicht wohl gedacht, ja, die haben ja, man kriegt es ja mit, dass sie sich da, ja, Ägypten, ja, und so weiter, ja, ausbreitet. Das kriegt man ja schon mit. Aber hätte wohl kein Mensch gedacht, dass sie nach Europa eindringen. Versteht ihr, was ich meine? Heute hat das kein Mensch gewusst und die haben damals die Spanier 800 Jahre gebraucht, um den Islam wieder zurückzuschlagen. La Reconquista, ja, die Reconquista. Ja, da hat man dann die ganzen Araber, die ganzen Moslems, auch die Juden, man hatte die Schnauze voll davon und hat alle anderen Religiösen rausgeschmissen. Dass die Juden rausgeschmissen haben, war ein großer Fehler. Aber die Juden haben ja niemandem was getan. Ja? Aber man hatte halt eben dann in dem Moment natürlich eine richtige Paranoia vor alles andere. Ja? Und wir wissen ja damals, dass das Katholizismus etwas anderes ist als wie das Christentum. Ja? Wir wissen, dass ein Christ niemals ein Jude, ja, dass das nicht die Christen waren, die gesagt haben, Juden, verpisst euch. Ja? Wir wissen ganz genau, wer das damals war. Natürlich. Unwissende Christen, wir müssen wissen, dass dass das Katholizismus verboten hat, ja, verboten hat, Menschen, dass die Menschen überhaupt Bibel haben. Das müsst ihr mal wissen, ja, damit man das alles versteht, weil immer so komische Argumentationen kommen. Guck mal, was die Katholiken macht, guck mal, was die Christen macht. Das ist kein Christentum des Katholizismus. Wer eine Bibel hatte, wurde von den Katholiken verfolgt. Ja, er musste die abgeben und er wurde dann noch zum Tode bestraft. Also es hieß, komm her. Ja, was? Ich habe gehört, du hast eine Bibel, komm her, bring sie her. Und dann wurdest du noch zum Tode bestraft, obwohl du sie abgegeben hast. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Das ist Katholizismus. Ja? Da kam Luther, hat Gott sei Dank die Aufklärung gemacht und dann gezeigt, ja, das steht doch gar nicht im Christen, in der Bibel. Deswegen hat die Katholiken das Bibelbesitzen verboten, das Übersetzen verboten. Ja? Jeder, der die Bibel übersetzt hatte, in seiner Sprache wurde hingerichtet von den Katholiken. Damit die Katholiken nämlich lügen können, was in der Bibel drin steht, ja, so wie die Moslems. Die Moslems, die sagen, das stimmt gar nicht, das steht nicht im Koran. Und die Katholiken haben es andersrum gemacht. Die haben Lügen in die Bibel rein erfunden, die gar nicht drin stehen, um ihre eigenen Doktrinen, Lehrsätze zu erfinden. Ja? Umgekehrt, beides falsch. Das müsst ihr mal verstehen. So, also es waren keine Christen, ja, weil ein Christ, der weiß das im Herz, dass das falsch ist, der fühlt, dass das im Herz, dass das falsch ist. Das wissen wir vom Feeling, vom Geist wissen wir das, ja, nicht nur, weil uns das die Bibel sagt. Die Gesetze waren vorher da, ja, die Gesetze kamen erst später, ja. Ist Abraham rumgegangen, hat einfach umgebracht, weil die Gebete erst später kamen? Nein, weil er im Herzen fühlte, ja. Abraham war errettet, weil er an Gott geglaubt hat, weil er gerecht war. Was sagt Gott? Sagt Gott, er hat Noah überleben lassen, weil er geglaubt hat oder weil er gerecht war? Ihr sagt immer, das zählt nicht mehr, das zählt nicht mehr, wie du dich verhältst im Leben, zählt nicht mehr, es zählt nur noch an Gott zu glauben. Wenn ihr Jesus annimmt und den Vater annimmt und rummordet und rumvergewaltigt, ja, glaubt ihr im Ernst, ihr kommt im Himmel, nur weil ihr den Sohn angenommen habt? Glaubt ihr das im Ernst? An euren Früchten werde ich euch erkennen, ja? Den Antichrist werdet ihr an den Früchten erkennen, ja? Wenn ihr euch antichristlich verhält, ja, Satan glaubt auch an den Vater und an Jesus Christus, ja? Satan glaubt mehr als wir alle Menschen zusammen, als alle Christen zusammen, ja?
Unser Glaube ist so klein wie ein Senfkorn. Ja? Und Satan, er kann nur nicht mehr glauben an Gott und an den Sohn. Er kann nicht mehr glauben. Wisst ihr warum? Weil er es 100% weiß. Er weiß es ganz genau. Er weiß, er glaubt mehr, ja, weil wir zweifeln mal da, ja, bis auf die, die mal gesehen haben oder mal Begegnungen hatten. Ja. Das ist was anderes. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Ihr glaubt, ja, ihr könnt glauben, wie ihr wollt, Satan glaubt auch an Gott und an Jesus Christus, ja, und leugnet ihn nicht. Ich weiß ganz genau, der einzigste, den Satan leugnet, ist sich selbst. Satan leugnet sich selbst, sein größter Trick ist, sich selbst zu verleugnen, ja. Den Menschen glauben, den Menschen glauben zu machen, dass er nicht existiert, ja. Das ist das Einzige, ihr Lieben. So, und was sagt ihr? Gott, er hat nur überleben lassen, weil er gerecht war. Versteht ihr? Ja? So. Was heißt das? Was heißt das? Noah wusste vor den Gesetzen schon, dass er das Gerechtsein der richtige Weg ist. Abraham wusste vor den Gesetzen schon, ja, dass Gerechtigkeit gut ist. Ja, wie man sich verhalten muss im Leben. Ja, Abraham hatte doch auch eine Sklavin. Kommen wir auch zu dem Thema, auch gleich fertig machen. In der Bibel steht ganz klar, wenn jemand dir zu Schulden kommt, darfst du ihn, wenn dir jemand ein Tier klaut, einen Sohn tötet, ein was weiß ich was, dir was verbrannt hat, ja, da gibt es Regeln in der Bibel, für wie lange oder für, ja, wie lange oder dass jemand du dann den als Ersatz, als Sklaven nimmst, als Arbeiter. Bei uns im Christentum oder beziehungsweise im damaligen Judentum war Sklave ein Arbeiter, ja, der vergeltet wird, sagt man das so auf Deutsch, der vergeltet wird für das, was er getan hat. Ich klaue dir ein Fahrrad. Jetzt kommst du zu mir und sagst, ich bringe dich um, dass mir ein Fahrrad geklaut. Nein, du sagst zu mir, pass auf, du arbeitest jetzt ein Jahr für mich. Übertrieben gesagt. Das war damals Sklave bei den Juden. Ich meine, die haben nicht einfach Sklaven genommen, die Juden. Das war damals bei uns ein Arbeiter. Das liest ihr ganz klar in der Bibel heraus. Ja? Und das ist gerecht sein. Das ist auch gerecht sein. Sonst würde Gott, der Vater, das ja nicht sagen. Das ist gerecht. Denn wenn er diese Gebote, dieses Konzept, wie wir uns verhalten sollen, nicht macht, was kann passieren? Du klaust mir ein Fahrrad, ich schlage dir den Kopf ab. Hier sagt Gott, nein, nimm ihn als Arbeiter, hat dir was geklaut, der kannst du nicht zurückgeben. Er soll jetzt 2 Monate für dich arbeiten, weil er dir dein Fahrrad geklaut hat. Ist das nicht gerecht? Guck mal, wie wunderschön, Muslime. Hm, so läuft das bei uns. Nicht Hand abschneiden. Ja, hat was geklaut, Hand abschneiden. Wie soll der jetzt arbeiten gehen und seine Kinder ernähren? Denk doch mal logisch. Islam ist Logik. Wo ist Islam Logik? Islam ist absolute Idiotie vom Feinsten. Ja? Satanisch. Ja, satanisch, um es mal ganz klar zu sagen. Aber Idiotie für Menschen, die... Für Idioten, ja? Sorry. So, das ist wichtig, dass man das erstmal weiß. Dass man weiß, dass die Christen damals nicht so reagiert haben in Spanien, nicht so reagiert haben in sonst wo, auch in Deutschland damals bei den Nazis. Die Deutschen damals wurden gezwungen, ja, auch Juden zu erschießen. Sie haben es verweigert, weil sie wussten, dass sowas darf ich nicht machen. Ja, und haben sich sogar vorher selbst erschossen oder wurden erschossen, weil sie wussten, das kann ich nicht tun. Jetzt wird wieder ein Idiot wird jetzt wieder sagen, ja guck mal, ja Selbstmord, du sollst doch nicht morden, hat sich selbst das Leben genommen. Das sollst du nicht machen, jetzt kommt er in die Hölle. Nein, ein Christ, bevor er das Leben eines anderen nimmt, ja, wer für meine Freunde stirbt, ja, ist die größte Liebe. Er hat sich selbst das Leben genommen, bevor er den Juden erschießen muss. Wisst ihr, was das heißt? Obwohl der selbst Kinder hatte, selbst eine Frau hatte, hat alles aufgegeben, sein eigenes Leben aufgegeben, bevor er den Juden erschießt. Er hat sich Liebe vorher selbst erschossen. Als die Osmanen damals nach Griechenland kamen, als die Osmanen, um das ein bisschen besser zu verdeutschen, die Osmanen nach Griechenland gestürmt sind, haben die Griechen gezwungen, das Christentum anzunehmen. Von den frohen Felsen mussten sie runterspringen und alles. Die sind eher die Felsen runtergesprungen, ja, als ihre Frauen und Kinder von diesen Osmanen vergewaltigen zu lassen. Warum? Weil ihre Kinder, ja, nur das Erbgut der Osmanen weitergebracht hätten, sie noch weiter gestärkt hätte. Sie müssen das verstehen. Ja, und dann, guck mal, die Griechen kommen jetzt in die Hölle, die sind vom Felsen runtergesprungen, ja, die kommen jetzt in die Hölle. Du darfst doch keinen Selbstmord machen, hätten sich lieber von den Osmanen vergewaltigen lassen.
Ihr versteht nicht, darum sage ich immer, dass wir heute viel dümmer sind als die Menschen damals. Die Griechen damals, sie wussten ganz genau, wenn wir das nicht tun, unsere Kinder und unsere Frauen vergewaltigen lassen, erstmal wegen der Erbe, auch wegen dem Stolz, wegen, ja, und was auch immer, wegen der Schmach, klar, ja, und als, nicht als Sklave für die zu leben, klar, ja, aber sie hätten den Islam noch viel stärker gemacht, die Osmanen noch viel stärker gemacht. Stellt euch mal vor, die hätten ein Viertel der Griechen ihre Frauen erobert, behalten. Wisst ihr, was das heißt? Ja, die hätten Millionen von Kindern gemacht in drei, vier Generationen. Ja, das Blut vermischt, wie wir es in Albanien sind. Guckt euch mal die Albaner an, wie die aussehen. Halb Jugo, halb Araber, wie die aussehen. Wie die aussehen, Alter. Wie das Monster von der Sesamstraße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja, sowas hätten, versteht ihr das? Ja, das ist keine Beleidigung, das ist nur Wahrheit. Und das sind dann Menschen, die dann die Gene haben von Kameltreibern, ja, das sind dann Menschen, die dann ohne Bildung und ohne nichts Hass infiltriert, Hass indoktriniert von klein auf. Und darum ist das so einfach, warum der Islam so funktioniert. So, das ist jetzt erstmal wichtig, dass man das versteht. Dass uns keiner uns Christen vorwerfen kann, dass wir Christen so drauf sind. Ja? Dass wir damals alle Moslems geschlachtet haben, wo wir dann wo wir Israel befreit haben, dass man dann. Dann hat man ja alle Frauen, alle Kinder umgebracht, aber das haben ja die Moslems zuerst gemacht. Die Moslems sind in Jerusalem rein, ja, haben alles erobert, alle Kinder und alle Frauen, alle Männer umgebracht. Dann haben die Christen das auch gemacht, die Christen, ja, die Kreuzzüge. Aber die Christen, die echten Christen, die haben gesagt, nein, wir haben jetzt gewonnen, stopp hier. Aber die Feldleute und die Generäle oder was auch immer, die eben keine Christen waren, haben gesagt, mir scheißegal, wir töten die alle, wir metzeln die alle ab, haben alle für alle Frauen, alle Kinder gemetzelt. Jetzt wirft man uns das den Christen vor, dabei haben die Moslems das zuerst gemacht. Keine Rechtfertigung, dass wir das jetzt auch tun und erst recht ein Christ, die Christen haben gesagt, nein, hört auf damit. Wir wollen das nicht. Ja? Christen machen sowas nicht. Ja? Wir wehren uns, was auch immer, aber wenn wir gewonnen haben, werden wir nicht weiterhin metzeln. Und das ist, was in Spanien passiert ist. Wir haben in Spanien eben nicht alle Moslems umgebracht bei der Reconquista. Ja, man hat viel dann auch Scheiße gemacht, aber man hat die Moslems zurückgeschickt. Man hätte sie alle töten können, man hätte alle Juden töten können. So, Moslems, ihr Moslems, der Islam hätte alle umgebracht. Alle umgebracht. Wir haben das nicht getan. Wir haben die Moslems wieder zurückgeschickt, ja, zu ihren Arabien, zu ihren Ländern. Und die Juden weggeschickt, ohne sie zu töten. Ja, als man dann gewonnen hat. Das ist der Unterschied. Okay, das müsst ihr erstmal wissen. Und so macht ihr erstmal jeden Schachmatt, der euch dumm kommt, mit einer Satzargumentation. Du Nazi, du Kreuzzug-Scheiße, du Christ-Scheiße, du Katholik-Scheiße, du das und das und das. Ja? Das ist erstmal wichtig, so könnt ihr die Leute mit einem Satz Schachmatt setzen. Ich meine, ja, man muss ja nicht so viel erzählen wie ich. Man kann es in einen Satz machen. Ja? Du hast angefangen, wir haben das zurückgemacht. Du hast alle abgeschlachtet, wir nicht, wir haben alle nach Hause geschickt. So, ein Satz Schachmatt. Ja? Aber das reicht manchen Leuten nicht. Ja? Du brauchst eben mehr Bestand, mehr Fundament, ja, so, ihr Lieben, das ist auch erstmal, dass ihr wisst, dass ich keinen Hass habe, meine Härte ist kein Hass, ich weiß, was ein Christ ist, der seine Tochter und seine Frau aufs Leben verteidigt, ja, aber auch sein Leben gibt für seine besten Freunde, das ist die größte Liebe, aber für seine Frau und sein Kind hat er alles Recht, sich zu verteidigen, ja, sehen wir ganz klar im Alten Testament. Ganz klar, ganz klar, ganz klar. Ja? Hört auf mit eurem Schwachsinn. Ja? Liebe. Habt ihr so viel LSD genommen, Marihuana geraucht? Was ist los mit euch, Mann? Seid ihr LSD oder Marihuana-Christen oder was? Was geht mit euch ab, Mann? Hä? Seid ihr in irgendeiner Sekte, in einer Halleluja-Love-Story-Disneyland-Sekte? Oder wo seid ihr drin? Wo seid ihr drin? Jesus wird kommen und alle vernichten. Das ist euer Jesus, das ist euer Jesus. Der wird kommen und jeden töten, weil er wird dann kommen, wenn der Vater sagt, go. Ja? Wenn der Vater sagt, go. Dann wird Jesus kommen. Denn es steht nur dem Vater steht, darf wissen, wann genau der Zeitpunkt ist, dieses Go. Und dann schickt er seinen Sohn. Und Jesus wird keine Gnade haben und alle töten. Und das weißt du, wisst ihr, wann das sein wird? Wann der letzte Markus geboren worden ist, der ins Himmelreich kommen wird. Dann. Ja, das ist die Endzeit. Versteht ihr das? Natürlich versteht ihr das. So,
Das ist erstmal ein bisschen wichtig, dass ihr wisst, dass ich keinen Hass habe. Dass ihr wisst, dass ich nicht ein Mensch bin, der vorhat, Menschen zu töten oder sonst was. Bei mir ist nur knallharte Härte, weil ich genau weiß, ich bin halb Serbe und halb Spanier und genau weiß, 600 Jahre haben die Jugoslawien, Ex-Jugoslawien belagert. Spanien 800 Jahre, wir haben gekämpft und gekämpft und gekämpft. Wo war Deutschland? Hm? Ist nicht böse gemeint. Wo war Schweden? Wo war, oder wie die Länder damals hießen, wo wart ihr? Ja? Wenn ihr heute das wieder gut, hört mal auf mit diesem Nazi-Komplex, legt das ab, ja? Ich habe auch keinen Isabel-Komplex oder keinen Milosevic-Komplex, habe ich auch nicht, ja? Ich habe damit überhaupt nichts zu tun, ja? Aber wenn ihr euch schuldig fühlt wegen den Nazis, weil sie euch mit einem Satz, diese geistlichen Kakerlaken, euch mit einem Satz Schachmatt setzen, Nazi, und ihr gleich, ah, okay, ja? Anstatt zu sagen, mit einem Satz willst du mich Schachmatt setzen, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, ich war ja nicht mal auf der Welt, willst du mich verarschen, du dumme geistliche Kakerlake. Denkst du, mit einem Satz kannst du mich fertig machen? Hm? Die Nazis damals, ja, die Nazis damals, das war eine kurze Zeitepoche, der Islam ist seit 1400 Jahren so drauf wie die Nazis. Noch schlimmer, die Nazis haben nicht alle Menschen verfolgt. Die Muslime töten sich gegenseitig. Ist noch schlimmer. Der Islam ist noch schlimmer als was die Nazis gemacht haben. Noch schlimmer. Die Nazis haben Frankreich, haben gesagt, Frankreich ergibt euch, haben sich ergeben. Man sagt, okay, komm, sind sie mit denen in Kino gegangen, sind sie mit denen essen gegangen, alles haben sie gesagt, ja, Poppy auch und alles gemacht, ja. Wenn sie sich ergeben haben, haben sie sich ergeben, ja. Versteht ihr, was ich meine? Beim Islam gibt's das nicht. Du ergibst dich und bist abgeschlachtet, ja. Du wirst umgebracht und deine Frauen und deine kleinen Kinder werden als Sklaven genommen, ja, wenn sie gut aussehen. Ja? Wenn nicht, wenn sie zu alt sind, sagt Mohammed, was soll ich mit der alten Frau, wird zwischen zwei Kamelen gespannt und auseinandergetrieben, ja, in zwei Teilen. Ja? Da haben sie eine alte Frau vor Mohammed gebracht, so, was soll ich mit der? Ja? Die ist doch viel zu alt, was soll ich mit der? Die ist doch zu nichts zu gebrauchen, hat jetzt, ja, versteht ihr? Ja? Der konnte sie nicht verkaufen, sie würde ihm nur Geld kosten, nur Kummer kosten. Hat sie umbringen lassen, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist nur ein Beispiel. Ja? So, okay. Ihr abgefuckten Loser, ihr Verlierer, ja? ihr Landesverräter, ihr Feiglinge, zieht euch ein rosanes Hemd an, ja? Und verpisst euch von Deutschland. 2016 sind 1000 Millionäre abgehauen. Ja? Wir brauchen euch nicht. Ja? 2016 sind 1000 Millionäre abgehauen, 2017 waren es noch mehr. Ja? Und so steigert sich. Die Leute hauen ab, wisst ihr warum? Weil das sind die Schlauen. Ja? Das sind die Schlauen. Guck mal, das sind die Schlauen. Die wissen ganz genau, was los ist. Die wissen ganz genau, dass die Ersten sind, die dran sind, wenn der Islam wächst. Die Ersten, die die Kehle durchgeschnitten bekommen werden die und an denen das Geld dran gehen. Deswegen, die hauen schnell ab und lassen euch nicht durch. Aber habt keine Angst. Habt keine Angst vor diesen ganzen Statistiken. Dr. Wake Up ist ja da. Denn wer sind die Leute, die ein Land retten? Die Millionäre oder die mit den Heugabeln? Hm? Französische Revolution. Ist viel Scheiße passiert, sind Unschuldige umgebracht worden. Ja? Auch will das nicht gutheißen. Man hat einfach jeden getötet in der Französischen Revolution. Ja? Aber es sind die Leute mit der Heugabel, die retten. Wir machen gleich weiter.